Liebe Schwestern, liebe Brüder, wir sind eingeladen, unser Patronat zu feiern. Wir sind eingeladen, draufzuschauen auf den heiligen Josef, so wie wir ihn vielleicht auch schon hier und da immer wieder sehen, so wie auch hier vorne mit der Fahne. Josef, er hat kein Baby dabei, es ist schon ein etwas größeres Kind, so in etwa Kommunionalte wird es sein. Die Kommunionkinder, die waren gestern auch schon hier, um zu überlegen, was bedeutet es, dass wir den heiligen Josef als Patron haben. Und wir haben uns Gedanken gemacht über den Traum des Josef und die eigenen Träume. Und das erklärt ein wenig auch das blaue Tuch vor dem Altar. Es sind Träume von Kindern und Erwachsenen. Manche Träume werden sich ja durchaus erfüllen lassen. Andere Träume wird es wohl nie geben. Wieso den Traum, zum Beispiel, wenn einer sich einen Ferrari wünscht. Da waren wir sehr schnell klar bei der Sache. Das kriegt nicht jener hin. Es wird ein Traum bleiben. Im Rahmen der Kommunionverbreitung ist es wichtig, dass man Methoden entwickelt, die mehr darauf angelegt sind, als nur den Geist wach zu halten. In der Kommunionverbreitung geht es letztlich nicht nur darum, zu schauen, wie können wir viele Informationen in diese kleinen Köpfe hineinbekommen, sondern wie können wir auch diese kleinen Menschen in ihrer Entwicklung ein wenig fördern, ein bisschen ernst nehmen. Und da gibt es zum Beispiel, das machen die Kommunionkinder vor Ort recht häufig, einen kleinen Einstieg in die jeweilige Gruppenstunde, um zu schauen, wie sind wir heute da, also in der jeweiligen Gruppenstunde. Und die Kinder bekommen dann einen Stein in die Hand und einen Beutel mit etwas Watte. Und die Kinder, wie auch die Katecheten, sind dann eingeladen, ein wenig darüber zu berichten, wie sie an diesem betreffenden Tag so da sind. Fällt es ihnen leicht? Sind sie mit frohem Herzen da? Oder bedrängt sie etwas? Dementsprechend nehmen sie die Watte oder halt den Stein. Und jeder darf, keiner muss, erzählen, wie es ihm geht. Der Sinn dessen ist es, dass die Katecheten und Katecheten wissen, wie die Kinder, wie die Gruppe an diesem Tag so drauf ist, wie man miteinander arbeiten kann, ob es überhaupt Sinn macht, eine geplante Gruppenstunde so durchzuführen, wie gedacht. Manchmal wird es dann geändert. Manchmal muss man das nochmal wahrnehmen. Dieser kleine Gegenstand, der Stein wie die Watte, sagt also letztlich etwas über die Kinder aus. Informationen, die wichtig sind. So etwas Ähnliches gibt es heute auch bei dem heiligen Josef. Es ist zwar kein Gegenstand, aber ein Symbol, genauer gesagt drei Symbole, anhand derer, die wir etwas feststellen können vom Leben des heiligen Josef. Und das Gute ist, ich brauchte diese Symbole gar nicht mitzubringen, weil ich mir sicher war, ein jeder von euch und ihnen hat es dabei. Zum Ersten ein Herz. Jeder von uns hat ein Herz. Wenn nicht, dann wären sie jetzt wahrscheinlich nicht hier, sondern irgendwo anders. In uns schlägt etwas. Ein Herz, das uns lebendig hält. Im Evangelium, so haben wir es eben gehört, dieser Josef, unser Pfarrpatron, ist ein gerechter Mann. Wir würden sagen, ein von Herzens guter. Er war einer, der auf Gott vertraute. Und er war auch einer, der mit Sicherheit verliebt war, nämlich in Maria. Denn ansonsten hätte er sie durchaus seinem Volk ausliefern können. Es wäre sein Recht gewesen zu sagen, schaut, diese Frau, die ich da heiraten will, ist schwanger. Und da ich mir ziemlich sicher bin, dass ich nicht der Vater bin, hat sie Ehebruch begangen. Also muss sie gesteinigt werden. Keiner hätte gesagt, nein, Josef, das darf man nicht. Es war das Recht. Er hat es gekonnt. Aber aufgrund dessen, dass der heilige Josef ein Herz hatte, das für Maria und das Kind schlug, sagte er Nein zu seinem Recht. Er verzichtete darauf, um jeglichen Schaden von Kind und Mutter abzuhalten. Josef, ein Mann mit Herz. Und ein zweites Symbol ist es, was uns mit dem heiligen Josef verbindet.
nämlich das Ohr. Wir haben es eben in der Einführung auch schon gehört. Dieser Josef hatte ein offenes Ohr. Trotz der Liebe, die der heilige Josef zu Maria mit Sicherheit spürte, können wir es ihm nicht verdenken, dass er verunsichert war. Er musste erst etwas hören. Er musste etwas hören, das ihm letztlich Mut machte. Denn im Vorfeld machte er sich viele Gedanken und natürlich auch Sorgen. Wie soll das werden? Wie soll ich eine Beziehung zu diesem Kind aufbauen, das er gar nicht von mir ist? Wir haben es dann gehört, inmitten des Denkens, inmitten des Schlafens, mitten im Traum, da macht sich dieser Engel auf den Weg mit einer wichtigen Botschaft. Und Josef hört gut zu. Und recht bald ist klar, das, was da in seinem Leben geschieht, das ist real. Das ist aber nichts Schlechtes. Es ist etwas Gutes und er darf mithelfen. Er darf helfen, dass Gott etwas Gutes mit dieser Welt vorhat. Und das Misstrauen, es weicht von ihm. Denn es waren aufbauende und tröstende Worte, die den Josef da ans Ohr gesagt wurden. Es waren Worte, die ihn Mut machten, seine besondere Berufung anzunehmen. Im Laufe seines Lebens wird der heilige Josef viermal von Engeln besucht. Jedes Mal geben sie ihm neue Anweisung. Jedes Mal muss er sich erneut auf den Weg machen, aber jedes Mal macht er sich auf den Weg. Und dies war mit Sicherheit nicht immer leicht. Die Worte der Engel, Wegweiser für das Leben des Josef, Wegweiser für das Leben Jesu und Mariens. Jesus, ein Mann mit offenem Ohr. Der heilige Josef hatte drittens, das ist das dritte Symbol, Hände. Es waren Hände, die bereit waren zur Tat. Wir können davon ausgehen, dass der heilige Josef dem Jesuskind etwas beigebracht hat. Das sehen wir hier auf unserer Fahne ja auch sehr schön dargestellt. Der heilige Josef hat das Kind an der Hand und mit Sicherheit führt er es in die Werkstatt. Bis zum 12. Lebensjahr hat der heilige Josef diesem Kind, diesem Jugendlichen etwas beigebracht. Mit dem 12. Lebensjahr verschwindet dann der Josef. Er ist nicht mehr da, er wird nicht mehr erwähnt. Wir können aber davon ausgehen, dass er, bevor Jesus Christus zum 30. Lebensjahr sein erstes Auftreten hatte, dann wohl schon verstorben ist. Aber bis dahin, bis zu diesem 12. Lebensjahr, da wissen wir, er ist dabei gewesen. Er, der an Gottes Statt Jesus Christus hat begleiten dürfen, erziehen dürfen. Und das war mit Sicherheit auch nicht immer leicht. Denn immer wieder hieß es ja doch, sich neu auf den Weg zu machen. Wie kein anderer ist die heilige Familie damals richtig rumgekommen. Heute würden wir sagen, das waren Weltenbummler, obwohl deren Welt natürlich noch recht klein war. Aber zuerst hieß es ja von Nazareth nach Bethlehem. Dann musste man nach Ägypten fliehen, nach Jahren wieder zurück nach Nazareth. Jedes Mal hieß es, sich neu eingewöhnen, jedes Mal hieß es, auf neue eine Werkstatt aufzubauen und Kunden zu finden. Mit Sicherheit schon damals kein Zuckerschlecken. Aber Jesus, Josef, geht es mit seinen Händen an. Er scheute die Arbeit nicht, er weiß, er tut es für Mutter und Kind. Ja, liebe Schwestern, liebe Brüder hier vor Ort und an den Monitoren, so war der heilige Josef. Einer, der präsent war. Einer, zu dem wir auch rufen dürfen. Heiliger Josef, du hattest ein großes, liebendes Herz. Du hattest offene Ohren, um Gottes Weisungen in deinem Leben wahrzunehmen. Du hattest bereite Hände, die immer wieder am Nullpunkt angefangen haben und keine Arbeit scheuten. In der Stille und im Gebet lag deine Kraft. Heiliger Josef, du Fürsprecher der Kirche und der ganzen Welt, lass uns immer wieder durch dein Vorbild unseren Weg zu Gott und zueinander finden. Amen.
zu ihm,